Hey ihr Geschenkewütigen, willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales. Es gibt ein Geschenk für uns. Danke, Spider-Man. Hol's dir ab. Laut App wartet ein Geschenk auf mich. Nichts wie hin, bevor es mir jemand wegschnappt. Geil. Okay, das holen wir uns. Ja, schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Weiter gehen die wilden Abenteuer von Miles Morales. So, ich brauche ein bisschen Tempo hier. Ich könnte natürlich auch mit der U-Bahn fahren, aber es ist gerade so eine schöne gerade Strecke hier zum Schwingen. So, warte. Ah. Schwingen. Ah. Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir, Lady? Du bist nur neidisch. Ach komm, wir machen das doch mit der U-Bahn. Das dauert so lange, bis ich jetzt hier ganz runtergeschwungen bin. Da ist der halbe Part ja schon wieder vorbei. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht's weiter mit der Story, Leute. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen immer mal wieder Nebenmissionen eingestreut. Ich hoffe, das ist wirklich ein cooles Geschenk, aber ich habe es schon so ein bisschen gespoilt gesehen eben. Oh, wie gut. Leute, die Fiesthäuser haben es schwer, seit herauskam, dass ihr Gründer Martin Lee der verrückte Bombenleger namens Mr. Negativ ist. Aber ich glaube an Fiest, weil ich May Parker kannte, die tapfere Frau, die buchstäblich ihr Leben für sie gab. Boah. Deshalb war ich bestürzt, als ich erfuhr, dass das Haus in Harlem kürzlich einen Rohrbruch hatte. Bei uns ist Gloria, Direktorin des Hauses. Ja, vielen Dank. Wer für die Aufräumarbeiten spenden will, kann unsere Website besuchen. Ist absetzbar. Wunderbar. Ich spende 10% meines Wochengehalts. Und die Hälfte von Jareds. Ich habe gehört, dass Spider-Man für die Überschwemmung verantwortlich war. Niemals. Jemand war verantwortlich, aber nicht Spider-Man. Folgen Sie dem Geld. Wem nutzen niedrigere Grundstückspreise? Und da unterbreche ich Sie, weil wir eine strikte Regel haben. Wir sagen nichts, weswegen ich verklagt werden könnte. Und ich denke mal, Spider-Man kann sich keine Anwälte leisten. Das war nicht Spider-Man. Wow. Und das war's für heute. Danke, dass Sie bei uns waren, Gloria. Und denken Sie dran, Leute, wenn Sie echte Helden sein wollen, anders als gewisse maskierte Missetäter, dann spenden Sie an Feast. Jared, schalte das Mikro ab, sonst enden wir im Armenhaus. Oh Mann, ich finde es ja zu lustig irgendwie. Mal sehen. Ich bin erledigt. Grüße aus New York. Jederzeit. Wir sind stolz, einen Spidey wie dich zu haben. Danke für alles. Deine freundlichen Verbündeten aus der Nachbarschaft. Oh. Der Festtagsrabatt ist ein Witz. Black Lives Matter ist wichtig. Oh. Wow. Danke, Nachbar. Stolzer Uptowner. Alter, als könnten die so einen maßgeschneiderten Anzug machen mit dem ganzen technischen Schnickschnack, den er braucht. Aber ist trotzdem cool. Hoffentlich gefällt dir das Geschenk. Geil. Natürlich, es ist super. Obwohl gelb und schwarz jetzt nicht so seine Farben sind. Wahrscheinlich eher so rot und schwarz. Aber ja, gut. Eigentlich sind es ja generell so Spidey-Farben, rot und blau. Aber naja. Sei doch mal nicht so. Ich meine, das ist ja Peter Parker. Wir sind ja ein anderer. Neue Sammlung? Achso, die ganzen Podcasts. Ich finde es so schade, dass die immer so abgehackt sind. Wenn man dann irgendwas... Wow, guck mal, das Bild sieht lustig aus von ihr. Guck mal. Die violetten Haare, das ist auch so ein Thema bei ihr anscheinend, violett. So, was haben wir denn hier? New Game Plus. Natürlich im New Game Plus. Was hätte ich denn anderes erwartet? Das Einspinnen eines Venom-geschockten Gegners am Boden oder an der Wand verwandelt ihn in eine Netzbombe. Ah ja, gut. Das Hologramm könnte ich vielleicht mal... Schaden durch Holodrohnen, maximale Munitionskapazität oder die Zeitspanne wird erhöht. Nee. Ich schalte lieber neue Gadgets hier frei. Warte mal. Zieht beim Scannen eine Linie von einem Gegner zu allen anderen Gegnern. Energie, die nach einem erfolgreichen Venom-Angriff zurückbleibt, wird sichtbar und kann bei Kontakt absorbiert werden, um mehr Venom-Kraft zu erzeugen. Ja, markiert beim Scannen Gegner hinter Mauern. Das kann ich ja doch sowieso schon, oder? Und die Droprate für Munition brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Erzeugt eine geringe Menge Gesundheit pro Treffer an Venom-geschockten Gegnern. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich sogar ziemlich geil. Reduziert den Schaden durch Nahkampfangriffe um 25%. Ja, ja, ja.
Zusätzliche Tarnungszeit pro Treffer. Das wäre gar nicht schlecht auch. Aber ich nehme das hier. So. Ja, das mit den 6 Treffern, das ist halt gerade für diese Combo hier super praktisch. Wenn die Venom geschockt sind und ich treffe sie dann noch, dann kriege ich Lebensenergie zurück. Ja, der Anzug ist richtig cool. Eigentlich sind alle Anzüge richtig cool. Habe ich noch irgendwas zum Freischalten eigentlich? Oh ja, ich habe noch den animierten Anzug. Das war ja so mein Favorite im Vorgänger auf jeden Fall. Oh, programmierbare Materie. Dafür muss ich die ganzen Labore abschalten. Zurück auf den Start. Purple Rain, aber wie gut. Und Bodega Katze Anzug. Katzenfreunde abschließen. Ah, beende die Kampagne und schließe die Nebenmission Katzenfreunde ab. Sehr cool. Ah, den hole ich mir. Ah, ich weiß nicht, ich würde eigentlich gerne den animierten, obwohl der jetzt... Wirkt das ein bisschen undankbar, wenn ich den gleich austausche? Ich hoffe nicht. Aber ich will einen animierten Anzug. Stärkere Netze. Eingespannte Gegner brauchen länger, um sich zu befreien. Ja. Lass ich mal weg. Geil, der animierte Anzug. Sieht halt einfach nur fesch aus. So, und wir gehen direkt in die Nähe. Ja, wir gehen direkt in die Nähe vom Missionsziel. Ich habe halt echt Angst. Das Spiel ist wirklich nicht so lange, glaube ich. Das Spiel ist sehr, sehr kurz im Gegensatz zu Vorgänger. Weil es ist ja auch kein richtiges Vollpreisspiel, wenn man es so will. Wie soll ich denn da rankommen? Ist der irgendwo rein? Oh, hier. Eieieiei, also generell. So gruselig, als wir eine Zeitkapsel in der Höhle versteckten. Ja, das sieht mehr aus wie so ein Junkie-Versteck. Leider. Mama hat diese scharfe Soße zu Finns Geburtstag gemacht. Abuelas Rezept, glaube ich. Geil, ganz viel Knoblauch. Finn hat sie auf alles getan. Ihr Motto war, wenn es nicht wehtut, war es zu wenig. Voll gut. 10 von 16. Sind es gar nicht so viele Zeitkapseln. Aber wie gesagt, wenn da Interesse besteht, von eurer Seite aus. Jemand meldet einen Überfall auf eine Spendenbox. Wow. Also spendet! Ey, was zum Geier? Was war das denn? Du Penner. Oh nein. Oh nein. Warum, Aaron? Ich dachte schon, das war nicht die Spendenbox-Aktion. Ich kann dich da nicht rauslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger. Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles! Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Verdammt, nein! Keine Oh, nö, oder? Ich will nicht. Aber hier kann ich nicht bleiben. Dann tue ich, was ich tun muss. Dich schützen. Seine Tarntechnik. Ich muss sie kurz schließen. Hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Gib bloß nicht mir die Schuld. Wow, als hätte ich das nicht getroffen eben. Wann verstehst du endlich, dass ich für diese Stadt kämpfen muss? Wann wirst du verstehen, dass du das nicht kannst, wenn du tot bist?
sehen könnte. Er würde verstehen, dass ich ihn schützen muss. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss hier, aber ich mach's einfach mal weiter. Soll doch wer anders wegen dem Underground draufgehen? Nicht du! Ich muss ihn finden und mit Venom angreifen. Ich beweise dir nichts mehr. Aua. Ich hab dir so viel verziehen! Du begreifst das nicht! Ich bin der Einzige, der dich retten will! Und ich will alle anderen retten! Jetzt auch noch kratzen! Jetzt. Er lehrte mich, meine Belange zurückzustellen. Bleib bloß weg von den Dingern. Du stellst dich Gegnern, die du nicht schlagen kannst. Und wer hat das doch gemacht? Sag nicht seinen Namen. Soll deine Mom dich auch begraben? Das lasse ich nicht zu. Das ist echt kacke von ihm. Mehr Technik von deinen Rockstar-Freunden? Ich pack mich an. Du kannst nicht mehr. Immer noch ein Kind, der Spider-Man verehrt. Nein, aber ich weiß, dass die Leute zu mir aufschauen. Ich muss dem Schild ausweichen. Du hättest mich nie als Spider-Man akzeptiert. Das Risiko, das ich eingehe. Du hast recht. Ich hab schon genug tote Helden in meiner Familie. Mehr kann ich den Trick kontern. Wie weit willst du gehen? Willst du dich umbringen, um der Macht gewürdig zu sein? Wenn es sein muss. Welches ist dein wahres Ich? Mann, bitte, mach das nicht. Wirf dein Leben nicht weg. Ich tue, was ich tun muss. Genau wie du. Dieser Roxxon-Block-Kack. Es sind zu viele. Yeah.
Ich wollte die Dinger elektrifiziert. Keine Ahnung, ob es was bringt. Ach, Aaron, du Arsch. Ich weiß, ich hab's versaut. Du bist enttäuscht. Aber wir sind Familie. Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Und du hast angefangen, Onkel Aaron. Also tu nicht so. Genki, mein Onkel hat mich entführt und eingesperrt. Was? Geht es dir gut? Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Endgültig. Tut mir leid. Das war sicher nicht einfach. Ich musste es tun. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn es in Harlem eng wird. Mach ich. Viel Glück, Spider-Man. Der Chillendive ist cool. Warte, aber kann ich mir jetzt vielleicht noch die Spendenbox? Nee, das ist was anderes hier. Ach, kommt schon, Leute. Mitten in der Stadt? Hilo 1 sind sauber. Fang das. Das war's. Okay, das war's. Nicht. Okay, der ist futsch. In der Unterzahl und trotzdem gewonnen. Dass die ganzen Lufttritte auf einmal gezählt werden, immer noch, obwohl ich keinen gemacht hatte, beim letzten Mal auch schon. Oh, dies ist deine letzte Chance, Ausrüstung und Fähigkeiten vor dem Ende der Story auszurüsten. Ja, ist halt leider so, ne? Das Museum schließt wegen Renovierung und der Underground zieht ein. Finn muss drin sein. Dann ist das leider so. So, alle mal eben abscannen. Wurde eben fast wieder entdeckt hier von den Schweinebacken. Ich glaube, ich werde erstmal die Schützen ausschalten. Keinen Arschgeigen. So. Ja, schade eigentlich, dass jetzt bald schon vorbei ist. Wie gesagt, Story ist halt sehr kurz, ne? Offensichtlich. Oha. Ihr Arschgeigen. Gut, ihr wisst ja eh, was passiert, wenn ihr das Zeug abgekriegt habt, ne? Mir gefällt das echt nicht, dass die immer so schnell rumspringen, diese Blödmänner. Und bang! Ja, die beiden werde ich wohl nicht lautlos holen können, gleichzeitig. Was ist der Typ? Ach, hier.
Umso besser, wenn du hier hingehst. Wenn die ganze Zeit rumspringt, das ist eigentlich nur für mich von Vorteil. Bang. Die können sich auch noch aufsplitten da gerne. Oh, warte mal, die eine ist weg. Oder der eine ist weg. Yep. Aha. Oh nein. Bam. Haha. Haben Sie das gemerkt? Nö, wahrscheinlich nicht. Aha. Ja, doof, wie komme ich jetzt an die da? Aber oh, warte mal. Heil! Hammer. Springfix. Komm schon hier rauf. Muss ich die alle ausschalten? Na, du auch noch. Wie, du warst nicht... Ich dachte, der war erledigt. Ich mach alles kaputt hier. Wie gut sie gesichert sind. Das ist dieselbe Absperrung wie beim Gymfield. Ich muss die Generatoren abzapfen. In den Hütten. Die verschlossen sind. Und ohne Strom. Ich brauche eine neue Stromquelle. Aha. Wie ein drehbares Riesenmobile. Oh, krass. Ja, das wird gehen. So weit für die Netze. Blöde irgendwie, dass sie so weit auseinander stehen. Kann ich die noch runterziehen irgendwie? Das geht nicht. Oh. Wie ich das hasse. Kann ich die nur irgendwie runterkloppen oder so? Ich muss sie doch irgendwie... Warte mal, da gibt es doch bestimmt noch mehr, oder? Nee? Das sind die einzigen... Belays. Da bringt's nichts, wenn ich Strom drauf gebe. Ja, aber das dreht sich halt immer zum gewissen Maß, oder? Ja, wie soll ich denn da rankommen dann?
Ich könnte die Knoten mit dem Mobil verspinnen. Dann fließt der Strom. Hauptsache, die Netze reichen bis dorthin. Ja, eben, das tun sie ja nicht. Eben das tun sie nicht, Spidey. Miles. Da siehst du. Aber warte, so könnte es gehen. Hallo? Nee, auch nicht. So geht's auch nicht. Also warte, das Gebäude ist jetzt mit dem verbunden. Kann ich hier vielleicht noch was weiter spinnen? Nee, ne? Das ist ja bescheuert. Das ist ja bescheuert. Ich meine, es gibt anscheinend nur zwei. Nee, es rastet auch noch so ein. Ich muss im Prinzip einfach nur rausfinden, wie ich es einrasten lassen muss, dass es hält. Ja, auch wieder nicht. So. So läuft's. Und wir haben Strom. Klebrig und leitfähig. Aha. Nummer 1. Sehr gut. Bisschen rumfummeln, aber es geht schon. Rumfummeln. Ah, das scheint die richtige Einstellung zu sein hier. So wird's gehen. Das funktioniert. Noch ein paar. So, gibt's hier noch was? Es muss dahinter sein. Hier ist auf jeden Fall drin. Ach, hier hinter dem ganzen Kram. Ja. Perfekt. Da war noch einer. Unglaublich, wie gut das funktioniert. Ja, doch, ich bin auch begeistert. Ach, hier, warte. Shazam! Schön. Jetzt zerlege ich das Underground-Spielzeug. Venom Schmetterer. Geil. Wobei ich die andere Fähigkeit echt noch am besten finde, die Aufladefähigkeit. The future of science is today. Finn? Ja. Bist du hier? Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle wissenschaftlich nicht sehr versierten Leute, also ich. Der Preis bei der Messe, die Ausstellung mit unserem Konverter. Wir waren so stolz. Son, I'm proud. Naja. Dann kommt man natürlich schon wieder violett. Sind wir bei Twitch oder was? Underground-Kiste. Nicht mehr viele. Finn? Komm schon, wir müssen das beenden. Du und ich. Sie muss bei unserem Projekt sein.
den Flur runter. Cool, dass hier noch aussieht. Komm schon, lahme Ente. Ich will unser Projekt sehen. Und zwar in diesem Jahrhundert. Ja, Mann, das Shirt ist voll cool mit dem Hund. Ich komme. Hey, und wo sind wir? Ich hab den Museumsplan auf dem Handy. Unser Projekt ist in der Sonderausstellung. Oberster Stock. Unsere Namen auf einem kleinen Schild, wie bei echten Wissenschaftlern. Heute das Oscorp Science Center. Morgen alle großen Museen auf der Welt. Wann kommt Rip denn nun? Er hat gerade geschrieben, er ist unterwegs zur U-Bahn. Also irgendwas zwischen 30 Minuten und 2 Stunden? Mehr oder weniger. Hast du nicht mal mit einer zusammen? Oh, guck mal, ich kann alles scannen. Was ist das denn? Dieses Modell kombiniert das Design eines U-Boots mit der Tiefsee-Integrität eines unbemannten Unterwasserfahrzeugs. Der Prototyp von Oscorp sollte dem menschlichen Forscherdrang ganz neue Möglichkeiten eröffnen. So welche müssen wir uns holen. Sowas könnten wir aus einem Staubsauger und ein paar alten Reifen bauen, wenn wir wollten. Tja, die beiden sind halt WizKids. Die sind krass. Offensichtlich. Ein Leben unter Wasser klingt wie Science Fiction für Sie? Die Zukunft ist bereits hier. Unterwasserlebensräume werden seit den 1960er Jahren weltweit genutzt. Dieses Modell schlägt einen festen Wohnsitz unter den Wellen vor. Heute wächst New York immer mehr in die Höhe. Schon morgen könnten wir auch unter Wasser bauen. Passe. Was? Hast du Angst? Haie und dunkle, winzige, enge Orte? Ein eindeutiges Nein von mir. Erinnert mich alles so ein bisschen an Aquanox gerade. Leider ist das Neue, glaube ich, nicht so gut, habe ich gehört. Naja, gut. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts malen sich Wissenschaftler die Besiedelung des Meeresbodens aus. Direkt vor ihrem Fenster Boah. Farbenfrohe Clownfische und sogar mysteriöse Seeteufel vorbeiziehen. Ich taufe den da Howard. Und jetzt du? Leviathan. Gefällt mir! Ja, aber ein bisschen langweilig. Aber meine Tochter würde den hier jetzt feiern, da wird sie sich an die Scheibe stellen. Boah, blob, blob, blob. Naja. Oh, das ist krass. Das sieht geil aus, der Orb. Als Sie denken. 95% der Weltmeere sind noch unerforscht und könnten in Zukunft Ziel einer menschlichen Besiedlung sein. Schon schräg, wie wenig wir über unseren eigenen Planeten wissen. Ja, also gerade wenn man so überlegt, so Sachen wie der Marianengraben, die sind so tief, man kommt halt auch nicht so weit runter. Entschuldigung. Aber gerade da gibt es noch so viel Unerforschtes und ich wette, da gibt es noch so viele Lebensarten oder so viele Unterarten. Die wir noch nie gesehen haben. Wie findest du's? Fantastisch. Bin mal gespannt, wann der Mensch soweit ist. Ich meine, wahrscheinlich sind wir eher auf dem Mars, als dass wir das ergründet haben. Dieser Taucheranzug ist einer der ersten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Das will ich nicht wissen. Die ersten druckdichten Anzüge wurden für Bergungsarbeiten entwickelt. Heute sieht man solche Anzüge an Rettungskräften, Wissenschaftlern und Forschern. Ob ich den anprobieren darf? Ich würde ja zu gern sehen, wie du in dem Ding laufen willst. Besser als du in den Schuhen, die du beim Frühlingsball anhattest. Oh, komm schon. Deine waren ein ganzes Stück höher als meine. Wow. Naja, sehr elegant wird er darin laufen. Also nee, ich will nicht die Information. Ich will das mit dem Download nicht. Ah, das mit den Pop-Ups finde ich irgendwie doof. Deswegen habe ich auch die Achievements eigentlich jetzt aus bei der PS5. Okay, und direkt jetzt in die Weltraumausstellung. Die Sonderausstellung ist oben. Da ist der Aufzug. Wir haben noch Zeit, uns umzuschauen. Ich find sowas geil, das hat mir bei Last of Us auch schon sehr gut gefallen. Sowas gerne mehr in Spielen, bitte. Architektonische Innovationen sind der Schlüssel zum Überleben auf extraterrestrischen Planeten. Dieses Musterhaus schützt seine menschlichen Bewohner vor der Eiseskälte auf dem Mars. Sieh dir das an! Willst du ein Haus auf dem Mars? Klar!
Ich nehme da meine Mikros mit, die Anlage, Sampler. Das wird wohl kaum erlaubt sein. Doch. Dann gibt's keine gute Musik auf dem Mars. Natürlich ist das erlaubt. Oh, was ist das denn? Das sieht ja interessant aus. Mit einer Formgedächtnislegierung, einem Memory-Metall, erschuf Oscorp diesen Metallprototyp, der seine Form bei Beibehaltung der Integrität ändern kann. Eines Tages könnte Memory-Metall in Maschinen oder sogar in ihrem Zuhause zum Einsatz kommen. Sieh mal, Metall, das die Form ändert. Schöne Idee, aber irgendwie zu einfach. Ließe sich bestimmt verbessern. Ey, ganz ehrlich, ja, siehste, sie hat schon die Idee hier. Aber sowas finde ich auch ist die Zukunft. So Memory-Stoff, das gibt's ja auch bei Kunststoffen, nicht nur Metallen. Also, das wird halt erhitzt oder halt erkalten lassen und dann wird's ganz starr und nimmt so eine Form an. Ist einfach nur geil. Das gibt's auch bei Batman übrigens im Cape. Das ist das normale Museum. Ich will mich lieber hier noch umsehen. Batmans Cape ist ja auch so ein Memory-Stoff. Der ist erst so ganz weich und labberig und dann gibt er so ein bisschen Strom drauf und dann wird er fest und dann hat er so ein Schwebe-Cape. Also, das ist alles nicht wirklich Science-Fiction oder das ist nicht wirklich so Superhelden-Kram hier. Das ist alles ziemlich... Also, das ist mit dem Memory, zumindest mit dem Memory-Metall, das ist alles wissenschaftlich ziemlich legit. Nett von deinem Dad, dass er uns gefahren hat. Hätte er die Sirene angemacht, wäre es schneller gegangen. Oh, sorry. Oh, lass uns spielen. Ach komm schon, das ist doch nur Button-Mashing. Du gibst dich geschlagen. Oh, ich will's nicht wissen. Ich bin besser. Los, schneller. Komm schon, du Rakete. Komm schon. Na los. Ja. Hab dich. Endlich bin ich mal besser als du. Aber nicht lange. Endlich, sagt er. Ich meine ganz ehrlich, sie ist halt ein bisschen engagierter. Wenn er nicht so viel mit Samplen verbringen würde oder mit seiner Musik, dann wäre er bestimmt auch so ein Whiz-Kid wie sie. Aber ist schon ganz richtig so. Ich glaube, zu viel da reinbohren in dieses Wissenschaftszeug, da wirst du da auch ganz verbohrt im Kopf. Dieses Modell schlägt eine Terraforming- und Besiedelungsinitiative auf dem Mars vor. Unserem Nachbarn im Sonnensystem. Die Nutzung der reichlichen Wasservorräte und Maßnahmen gegen die niedrigen Temperaturen ermöglichen hier ein Leben auf dem roten Planeten. Wie eine kleine Gemeinde auf dem Mars. Hier fehlen Cafés und Straßenkunst. Das stimmt allerdings. Aber trotzdem, ich find's ganz cool, die Idee. Dieser Oscorp Rover, der aktuellen Mondfahrzeugen nachempfunden ist, kann bemannt oder unbemannt eingesetzt werden. Er kann Mineralien transportieren und Wasserquellen aufspüren und wäre somit für Marserkundungen geeignet. Scannt nach Mineralien? Transportiert Leute durch giftiges Ödland? Was kann es nicht? Stell dir mal vor, damit die Fünfte runterzufahren. Ja. Weg da, Fußgänger! Ich krieg grad so ein bisschen Mass Effect Flashbacks mit dem Marco. Von wegen Mineralien scannen und durch giftige Umgebung fahren? Ugh. Das war nicht gerade geil, das war so die Kotzbude irgendwie, das Teil. Ja, danke. Oh, das glänzt. Oh, das glänzt? Das sind tragbare, haftende Solarplatten. Oh, tragbar und glänzt. Ich stehe auf Photovoltaik. Hm. Findet ihr das nicht auch ätzend übrigens, wenn sie in Filmen zum 100. Mal erklären, was extraterrestrisch ist und jemand sagt wieder, was ist nochmal Extraterror? Nur, dass der Zuschauer halt nicht irgendwie im Dunkeln gelassen wird. Aber ich meine, man weiß das doch. Das hast du schon überall gehört. Was extraterrestrisch ist und immer dieses was bedeutet das, dass irgend so ein Dovi kommt und das nicht weiß, dann sollen sie es doch direkt erklären und sagen, extraterrestrisch heißt außerirdisches Leben oder nicht von der Erde stammt. Naja, Kleinigkeiten. Das regt mich da immer wieder auf. Habt ihr Karten für die Sonderausstellung? Was sind Vampire? Unser Projekt wird ausgestellt. Ich dachte, wir brauchen keinen. Doch, und sie sind ausverkauft. Ich kann euch nicht hochlassen. Wow. Trotzdem danke. Wow. Also müssen wir anders rein. Sie sagte, es ist ausverkauft. Ja, aber siehst du die Tür? Der Flur dahinter führt um den Aufzug herum. Wir können doch nicht einbrechen. Wir sind Aussteller. Die Ausstellung geht doch nur noch bis morgen. Wir verpassen sie sonst. Wie war das nochmal? Vampire hilft da nicht Silber? Nein, das sind Werwölfe. Ach so. Oh.
Ja, Leute, ihr habt es sicher schon gemerkt. Ich habe ja schon was geschnitten im Video. Aber hier ist jetzt erstmal Schluss für den Part. Nächstes Mal kommt das Finale. Und es wird ein grandioses Finale, ich kann es euch versprechen. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns zu Spider-Man Miles Morales wieder. Bis dann, tschüss.